Hallo und herzlich willkommen hier im Kempten Museum. Mein Name ist Patricia Mund. Ich bin selbstständige Glaskünstlerin mit Schwerpunkt Glasperlen. Und ich freue mich riesig, Ihnen heute meine Lieblingsexponate hier im Zumsteinhaus im Raum Wohnen vorstellen zu dürfen. Und zwar sind das römische Glasperlen. Die wurden an der Keckwiese gefunden, stammen ungefähr aus der Zeit 100 bis 300 nach Christus. Und Glas in der römischen Zeit ist grundsätzlich super spannend, weil in der Zeit das Glas eine Änderung des Stellenwertes auch durchlaufen hat. Ursprünglich hat man Glas verwendet, um Edelsteine zu imitieren, deswegen auch hauptsächlich die Verwendung auch im Schmuck. Es war aber noch so aufwendig, Glas herzustellen, dass das nur für die Oberschicht vorbehalten war. Nach und nach wurden dann effektivere Techniken entwickelt, unter anderem auch die Erfindung der Glasmacherpfeife um 100 vor Christus, auch im Römischen Reich, wodurch das Ganze weniger aufwendig war und Glas auch für die breitere Masse zugänglich war. Damit hat das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen an Wert verloren. Und dann kam diese dritte Phase, wo es ums Kunsthandwerk an sich ging, wo einfach die Techniken so fein und so perfekt ausgebildet waren, dass es gar nicht mehr um Imitat ging, sondern wirklich um die Kunst des Glasverarbeitens per se. So, wir haben jetzt hier drei unterschiedliche Glasperlenarten. Und zwar einmal Melonenperlen, dann Perlen mit Schichtaugenmuster und Perlen mit Blattgoldeinlage. Blattgold zu verarbeiten im Glas war vor allem deswegen so interessant, weil das eine perfekte Temperaturkontrolle voraussetzt. In dem Moment, wo die nächste Schicht Glas über das Blattgold drüber geschmolzen wird und das Glas zu heiß werden würde, verbrennt das Gold, man sieht davon nichts mehr. Und Gold ist natürlich und war auch immer teuer. Das heißt, das ist natürlich ärgerlich, wenn man davon dann nichts sieht. Ganz besonders spannend sind die Perlen mit dem Schichtaugenmuster. Man nennt es Schichtaugenmuster, weil da Punkte aufeinander geschichtet werden. Und das ergibt dann wie so eine Zielscheibe ein Muster und gerade in diesen Blautönen erinnert es oft an ein Auge. Und dieses Muster ist so ziemlich das älteste Glasperlenmuster, das sich durch sämtliche Epochen hindurchzieht und immer wieder in allen Kulturen auftritt. Man kennt das Schichtaugenmuster auch heutzutage noch im Orient. Da ist es im schützenden Auge ganz präsent, also dieses Schutzsymbol. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, warum sind diese Perlen eigentlich alle größtenteils so blau-grün? Und das hängt mit den Rohstoffen, die im Glas zusammengeführt wurden, zusammen. Und zwar wird Glas gefärbt, indem da Metalloxide beigesetzt werden oder eben schon im Glas vorhanden sind. Dabei sind Kobaltoxide und Kupferoxide für Blautöne zuständig und Eisenoxide für Grüntöne. Also komplett farblos transparentes Glas, wie wir das heutzutage kennen, ist gar nicht so selbstverständlich. Und das sind eben die Rohstoffe, die früher zugänglich waren, beziehungsweise teilweise waren die Menschen auch gar nicht in der Lage, großartig andere Farben herzustellen, geschweige denn das Glas zu entfärben. Früher hatte man natürlich ganz andere Technologien, wie man das Glas überhaupt schmelzt, also wie man überhaupt diese Temperatur zustande bekommt und eine so gezielte Flamme für so genaues Arbeiten kreieren kann. Heutzutage hat man dafür natürlich Brenner mit Gas- und Sauerstoffanschluss. Früher hat man dafür so kleine Lehmöfen gehabt. Und genau das werden wir jetzt dann aktuell in unserem Projekt mit dem Cambodunum ausprobieren. Da freue ich mich riesig, mit dem Frank Wiesenberg zusammenarbeiten zu dürfen, der ein totaler Spezialist auf dem Feld ist. Und ja, da darf ich dann ausprobieren und das euch zeigen, wie das früher gelaufen ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch das jetzt anzuhören und anzuschauen. Und bei Fragen dürft ihr gerne einfach in die Kommentare reinschreiben. Tschüss, schönen Tag noch!